Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play Skyrim die Unendliche, und wir haben das letzte Mal ja gelevelt unsere leichte Rüstung, und das ist wieder ein In-Between-Video, weil wir müssen da jetzt auch noch leveln, ja, die Diebeskunst, ja, so wie es ausschaut, sind wir da ziemlich unterlevelt. Das ist jetzt na klar die andere Richtung. Taschendiebstahl 21, ich habe da schon ein wenig gestohlen. Ist zwar nicht das, was ein Nord machen soll, aber unser Charakter ist ein wenig aus der Art geschlagen, und ich schaue, dass wir da noch einige Sachen da reinbekommen. Taschendiebstahl zum Beispiel, ja. Wie gesagt, wir wollen hier, ich will schauen, ob das funktioniert hier. Mit, du kannst ausgerüstete Waffen stehlen und perfekte Berührung. Du kannst ausgerüstete Gegenstände stehlen. Ne? Das wäre ja witzig. Hab schon mal probiert, kommt aber irgendwie nicht so rüber. Und beim Schleichen eben da Heimtücke. Ja? Eventuell. Ist zwar nicht richtig Nord, ne? So wie wir. Aber wie gesagt, da muss irgendwer... Ja, sei mit euch, mein Tane. Aus der Art geschlagen sein. Wie gesagt, bei den aktiven Effekten solltet ihr schauen, dass wir eben den Diebestein aktivieren. Und was noch wichtig ist, Geld. Ja. Ihr solltet nicht zu viel dabei haben, weil wir brauchen nur ein wenig, um zu leveln. Und so zwischen 400 und 500 Gold. Als nächstes müssen wir dann reisen. Was benötigt ihr, mein Tane? Nach Rifton, schätze ich mal. Ich lasse mal die Jungs zu Hause, die können wir nicht brauchen. Und habe währenddessen auch noch meine alte Diebstahlrüstung dabei. Ich weiß nicht, ob das vonnöten ist, aber schaden kann es nicht. Ich habe die Erfahrung gemacht, ja, keine Ahnung, Schleichen ist verbessert um Teufel und wie viel Prozent, aber ja, die sehen mich dennoch. Und ja, Diebstahl ist auch nicht umso leichter, also nicht jeder Diebstahl haut dann hin, ja. Aber aktive Effekte, schauen wir gleich einmal, ja, wir haben da Schleichen verstärken, ja, und Taschendiebstahl verstärken. Und wir probieren das gleich, aber ich speichere vor, wir können einen Bettler bestellen, ich glaube das ja nicht. Ich habe da unendlich viele Speicherpunkte schon, Leute. Das kann nicht sein. Aber egal. Bei den könnte eine Münze doch der von der alten Bettler in ja, lass mich von euch gehört. Mein liebster Saufkumpan. Ja, sag mal ein wenig mehr. So, bestellen wir den mal. Wenn es funktioniert, ja. Dietrich können wir mitnehmen, 90% zum Stehlen, Gold auch 90%, der hat 27 dabei. Ich nehme mal den Dietrich weg. Versucht ihr euch zu verstecken? Also ich sehe euch klar und deutlich. Ja, genau, das ist ja auch mein Problem. Und jetzt probieren wir das Ganze mal, ja, ohne diese Rüstung, ob da auch 90% sind, ja. Bekleidung, schauen wir mal. Ja. Ziehen wir das Zeug doch gleich einmal an, ja. Da fehlt dann noch das, ja, und das. So, wir schauen jetzt nochmal nach. Effekte, Zerstörung, Zerstörung und nichts mit Schleichen und so weiter. Ich bitte nicht um viel, nur um ein paar Septim. So, ja, Gold ist, ja, eben. Wir haben da 40% mehr, ja. Also die Rüstung bringt schon was, ja? Okay, das nur kurz zwischendurch. Wir werden jetzt gleich einmal reisen nach Rifton. Das ist eine blutige Angelegenheit. Ich habe mir das zweimal überlegt, ob ich das machen soll. Wir müssen dort dann, damit wir eben Diebstahl leveln, Wachen töten, ja? Ist nicht so mein Ding. Ja, schon gar nicht von Tosita, unserem Nord. Aber, wie gesagt, da muss ein... Postmann, ja, dazwischen gefunkt haben, weil sie ist ja so oder so schon ein wenig aus der Art geschlagen, was Besonderes, ja, und ja, als Nordenmagier und dann noch, ja, die Auserwählte, also da können wir dann schon mehrere Sachen gleichzeitig machen.
Ich will ja nur versuchen, dass ich mit den wenigen Perks, die ich da setzen kann, noch einen anderen Charakter irgendwie hinkriege und dass es lustiger wird. So, wir sind hier in Ripton und müssen da mal... Ja, wer nicht, die werden wir dann auch noch einmal aufmischen. Aber, hallo, wir müssen da ins Gefängnis, ja? Und dazu ziehen wir uns natürlich wieder um, Leute. Ich kann da nichts dafür, wir müssen da schleichen. Schleichen Handschuhe und was haben wir dann noch? Schleichen Halskette, ja? Schleichen die Silberhalskette und schleichen die Silberring. Gott. Weiß gar nicht, ob wir so viel anziehen müssen. So, wir sind jetzt hier bei der Festung und müssen da mal runter. Ja. Quatsch mich voll. Wir werden dann darunter in das Verlies gehen. Weil wir mit Redigons schon so cool gelevelt sind, können wir die Wache am Eingang gleich einmal überreden, uns reinzulassen. Die sollten wir dann aber auch bestehlen. Hey, ihr habt hier unten nichts zu suchen. Nur dienstliche Angelegenheiten. Genau so geht's uns. Und? Oh, mein Fehler. Tut mir leid. Ihr dürft passieren. Siehst du, genau so ist es, ja. Wir dürfen passieren. Und... Hey, was soll denn das? Was ist denn? Alles okay, ja. So, und jetzt müssen wir dem da, ich speichere noch kurz mal, den Schlüssel stehlen, ja. Ist viel einfacher, weil es gibt keine hundertprozentige Chance. Schlüssel zum Gefängnis, ja. Dass die uns nicht entdecken, ja? Was gibt's denn? Wer ist denn da schon wieder? Okay. Unsere Zelle wird dann die da hinten sein. Da werden sie uns einsperren. Und da hauen wir gleich einmal rein, was vonnöten ist, nämlich der Schlüssel. Unbedingt, ja? Schlüssel, Schlüssel, wo ist denn der? Richtung Gefängnis. X ablegen. Und zur Sicherheit noch ein paar Dietriche, wenn was schief geht. Ja, das dauert wieder. 20 Stück müssten da reichen, ich weiß nicht. Aber dann gibt es ein Gemetzel, ja. Wir müssen uns dann mit diesem Jungen hier befassen und warum das so ist. Wir können den bestehlen und normalerweise, wenn man einmal entdeckt wird beim Bestehlen, können wir das nicht wiederholen bei der gleichen Person hier. Aber da macht das dann gar nichts mehr aus, ja? Wir können dann immer wieder bestehlen. Auch wenn er uns entdeckt, machen wir einfach weiter. Und jetzt muss ich schauen, wie ich da ausgerüstet bin. Was habe ich denn da? Wir machen das so. Einmal, zweimal und die rechte Hand lassen wir dann weg. Ich hau dem einmal eine mitten auf die Kapuze. Scheint da draußen die Sonne? Oder ist es Nacht? So. Ihr unten verliebt. Was denkt? Ihr habt Verbrechen gegen Himmelsrand und seine Einwohner begangen. Habt ihr etwas zu eurer Verteidigung zu sagen? Ja, nicht viel. Leider, ja. Ich habe mich gefangen. Ja, ich will nicht zahlen. Ich ergebe mich. Bringt mich ins Gefängnis. Ihr seid doch wohl klüger, als ihr ausseht. Ja, aber wie, ja. Gut so. Kiaka, in den meisten Gefängnissen kannst du deine Zeit absitzen, indem du im Bett in deiner Zelle schläfst. Du kannst aber auch einen Ausbruch versuchen. Deine Ausrüstung befindet sich in der Truhe für deine persönlichen Gegenstände, ja. Irgendwo im Gefängnis. Wir wissen auch, wo die ist. So, wir sind hier, ja. Ganz alleine. Und muss ich gleich einmal schauen, dass ich das Richtige ausgerüstet habe. Tremora fürs zweimal, ja. Wir holen uns da, wie schon vorbereitet, den Bergmannskleidungsschuhe und Stiefel, die lassen wir weg. Wir nehmen da mal die Dietriche und den Schlüssel und dann geht's auch schon zur Sache. Wir sind ja ohne Rüstung unterwegs und deswegen schauen wir mal, wo die ganzen sind. Ja, jetzt heißt es aber laufen. Ich laufe mal davon, weil
Unser Femora ist auch nicht der schnellste. Da ist unsere Truhe und da nehmen wir das Zeug gleich einmal alles, ja. Und dann sollten wir das auch anziehen, ja. Ja. Ja, wo ist denn der jetzt da? Uns fehlt da ja noch einiges. Unser Tremora lasst uns schön im Stich, Leute. Wir haben da jetzt die Schuhe noch und das, ja, das müsste vorerst einmal reichen. Und heilen könnten wir uns auch einmal schnell hier. Ja. Ja. So, wir lassen die Jungs einmal arbeiten. Ich will das ja gar nicht sehen. Ja, ja, Nummer 2 kommt auch schon. Leider, Leute, ja, das muss sein. Ah, ist der jetzt frei? Wieso ist denn der jetzt frei? Ich hoffe, ihr wisst, was ihr mit diesem Zauber tut. Fuck, was ist denn jetzt schon wieder los? Geht der jetzt da wieder rein? Also, das habe ich auch noch nicht erlebt. Ich hoffe, ihr wisst, was ihr mit diesem Zauber tut. Was ist denn jetzt passiert? Ich hoffe, ihr wisst, was ihr mit diesem Zauber tut. Ja, ich schon. Und du? Lasst mich in Ruhe. Leute, ich krieg das ja nicht auf die Reihe. Was ist denn jetzt los? Ich hoffe, ihr wisst, was ihr mit diesem... Ja, lass mich in Ruhe. Ich probiere mal da das Gold zu stellen. Ja, und da geht schon weiter. Zauber tut. Ich weiß nicht, ob der davonläuft jetzt. Ich speichere mal ab, ja. Und dann ziehen wir uns die Rüstung wieder an. Taschendiebstahl und so, ja. Und probieren das gleich nochmal. Wir geben ihm das Geld wieder retour, ja. Du wurdest erwischt, seht ihr, Leute. Und deswegen, ja, können wir das gleich noch einmal tun und er macht da überhaupt keine Faxen, ja? Ich werde nur jetzt kurz die Rüstung anziehen. Ihr wisst schon, diese. Schleichen und den Schleichdieb. Silber und Schleichdieb. Ja, dann geht das auch gleich leichter. Wo sind wir? Ich hoffe, ihr wisst, was ihr mit diesem Zauber... Ja, ich weiß, was ich tue mit diesem Zauber. Nehmen wir an. Seht ihr, der läuft nicht davon. Wir probieren es gleich noch einmal und dann steigen wir auch gleich wieder auf. Na, der schaut uns an, das geht so nicht, gell? Noch einmal, ah, jetzt müsste es funktionieren, ja. Gold 0% beim Stehlen, das kann ja nicht sein. Ah, das ist zu viel, wir nehmen da irgendwas anderes, ja. Diesen Granatstein, ja. Ich hoffe, ihr... Ich glaub's ja nicht. Ja, seht ihr, das geht ja schon. Und dann geben wir ihnen den Granatstein wieder retour. Oder was waren das? Granatstein, ja. So, und auf geht's wieder. Ja. Den Granatstein nehmen und noch einmal da den Granatstein geben. Und den Granatstein nehmen und so weiter. Das geht dann, ja, bis wir ein wenig besser gelevelt sind, ja. Ich schätze, das mit dem Granatstein dauert ein wenig länger. Wir müssen da echt schauen, dass wir dann das Gold nehmen können. Aber das kann ja jetzt ewig dauern, Leute. Ich probiere es nochmal mit. Wisst, was ihr mit diesem Zauber tut? Ja, ist schon klar. Lass mich in Ruhe. Gold ist noch immer 0%, Leute. Das gibt's ja nicht. Wir nehmen den Amethyst, ja.
Ja, das geht dann schon. 24. Und so weiter, Leute. So, der läuft uns nicht davon und wir können das jetzt ewig weitermachen. Ich probiere das jetzt bis zum Schluss und dann sehen wir uns wieder, wenn ich auf 100 bin. Okay? Bis gleich, Leute. Ciao. So, Leute, weiter geht's. Was wollte ich sagen? Ja, Beutelschneider. Ab Taschendiebstahl 40 bekommt ihr Beutelschneider und das wäre wichtig. Ab da geht's, glaube ich, etwas flotter. Ihr solltet nicht so viel Geld dem jungen Mann hier in die Tasche stecken, weil Gelddiebstahl extrem schwierig ist. Aber das und das können wir mitnehmen, seht ihr. Und die Halskette war da jetzt 37%. Ja, das gilt fürs Geld nämlich auch und auch fürs Platzieren. Das geben wir retour und den Granatstein auch. Und da seht ihr, Gold ist mittlerweile mit diesem Burg schon auf 87%. Und das geben wir ihm. Ne? Und weiter geht's. Noch einmal. Ab 40 wird es dann etwas lockerer, schätze ich mal. Da geht es dann schon, ja, recht rasch zur Sache. Und auch wenn ihr dann entdeckt werdet wieder, ne? Seht ihr? Da hat das Darm dann ein Ende, ja? Da geht's dann flott zur Sache. Und ich hoffe, einmal geht's noch, ohne dass er, ja, er haut mich da raus, aber wir können da gleich weitermachen. So oft wie wir wollen. Seht ihr? Passiert nichts. Wir sind schon auf 50. Und, ja, so geht's dahin. Und bei 100 melde ich mich dann wieder. Bis gleich. Wir haben's. Hallo. Und wir haben's endlich geschafft, würde ich mal sagen. Ja, wir schauen da gleich nach. Fertigkeiten und Taschendiebstahl 100. Und die Perks, die ich da gesetzt habe, ja, sind ja recht cool. Schauen, ob das auch hinhaut. Wir sind da jetzt raus aus dem Gefängnis, müssen ja nach Hause wieder und haben wahrscheinlich ein Kopfgeld. Wartet! Ich kenne euch doch! Ja, natürlich kennst du uns, ja? So. Ich probiere das mal ohne, ja? Und da schauen wir gleich. Wir können dem das wegnehmen. Aber ich bin gespannt, ob das hinhaut, ja? Da, alles, was er anhat. Bin gespannt. Ja, hat funktioniert, ja? Der hat zwar noch ein Schwert. Gute Getränke bekommt ihr im Bienenstich. Aber haltet euch. Schauen wir nach, ob wir das jetzt haben, ja. Bei den Waffen, ja. Das, die Stahlaxt haben wir ihm weggenommen, ne? Cool, also das funktioniert. Hallo Schnucki, ja gut. Ich habe schon viel von euch und eurem Süßholzgeraspel gehört. Ja, ist schon klar. Okay, ja, weil wir eben da beim Reden so gelevelt sind. Leute, ich glaube, das ist ein würdiger Zeitpunkt, um den Schnitt zu machen. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß dabei. Ihr habt da jetzt was Neues wieder dazugelernt, hoffe ich. Es ist zwar ein wenig blutig, da zwei Wachen zu töten, nur um eben Taschendiebstahl zu leveln, aber es ist ja auch nur ein Spiel, ja. Also, weil sonst Taschendiebstahl extrem lang dauert zum Leveln. Wir werden uns da jetzt verschüssen und Tosita und... Lass mich raten. Jemand hat euch eure Süßigkeit geklaut. Ja. Das probieren wir doch gleich noch einmal. Ja. Schauen. Was hat denn der gar nichts ausgerüstet? Aha. Okay. Wie gesagt, wünsche euch noch einen schönen Abend und wie gesagt, leveln ist nicht so schwer und dann machen wir uns einen Spaß daraus. Aha. Wünsche euch noch einen angenehmen Abend. Bis dann, euer Toso. Ciao.